Der große Fischfang. Ein Wunder, das Jesus tat. Jesus war an einem See, um zu predigen. Es waren sehr viele Menschen da, die ihm zuhören wollten. Da fragte er einen Fischer namens Simon: Kann ich dein Boot benutzen, um vom See aus zu den Menschen zu sprechen? Simon willigte ein und Jesus erzählte den Menschen vom Boot aus Dinge über Gott. Danach sagte Jesus zu Simon: Fahrt nochmal raus und werft eure Fischernetze aus. Simon antwortete: Wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Am Tag war es normalerweise aussichtslos, etwas zu fangen, weil die Fische viel zu weit unten schwammen. Doch wenn du es sagst, will ich es versuchen. So fuhren sie noch einmal auf den See und Simon warf seine Netze ins Wasser. Die Netze füllten sich mit so vielen Fischen, dass er Mühe hatte, sie alle aufs Boot zu bringen. Einige der Netze rissen sogar. Simon musste noch ein zweites Boot, das Johannes und Jakobus gehörte, zur Hilfe rufen. Als Simon merkte, was hier gerade geschehen war, erschrak er. Er kniete sich vor Jesus und bekannte: Geh weg von mir, ich bin ein böser Mensch. Jesus antwortete: Hab keine Angst. Von nun an wirst du nicht mehr Fische fangen, sondern Menschen zu Gott führen. Ein Menschenfischer sein. Die Fischer brachten ihre Boote an den Strand, ließen alles zurück und gingen von da an mit Jesus mit.